damit und gucken mal, was passiert mit G gedrückt halten. So. Gut, also einmal rüber gejetpacke zum Hauptwohnbereich. Schwuppdiwupp. So. Können wir erstmal die Kurzverbindung hier probieren. So. Zack. Dann splitten wir das einmal. Und es gab die Theorie, dass es mit G funktionieren würde, aber tut es nicht. Mit H auch nicht. Ja, aber das bestärkt noch mehr die Vermutung, dass wenn es überhaupt diese Stecker sind, dass es dann mit dem Schraubenzieher nur funktioniert. So, jetzt machen wir auch noch was anderes. Wir verbinden jetzt nämlich mal die zwei Dinger miteinander, dass wir zumindest die Wohnbasis fertig haben. Ich glaube nämlich eigentlich, dass das so gedacht ist, dass die PDUs wireless funktionieren. Also wireless im Sinne von, dass sie halt eine gewisse Reichweite haben, aber es wundert mich, dass es nicht funktioniert. Und hallo an den Baha und an Hörnchen. Willkommen. So, und jetzt machen wir erstmal das Ding hier ab und da rein. Oder auch nicht. Irgendwo anders Platz. Ja, wir können das ja einfach nach oben versetzen. So, jetzt nehmen wir das und bauen den so ein bisschen hier rüber von der Orientierung her. Und Orcroft Blocks, vielen Dank für dein Follow und willkommen bei den Kyronauten. Und jetzt linken wir mal das Ding hier mit dem anderen Ding da drüben. Oh, ich hoffe, ich komme da ran. Sonst muss ich da auch erstmal noch die PDU umbauen. Ja, das mit den PDUs ist mir noch ein bisschen Rätsel. Da muss ich noch irgendwie hintersteigen, wie das genau funktioniert. Weil sonst wird es doof mit Power Distribution, weil ich dann irgendwie immer einen direkt verbundenen Atomreaktor oder sowas mitnehmen muss. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Okay, das funktioniert schon mal. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier nämlich eigentlich die Möglichkeit, den Rest der Basis in Betrieb zu nehmen. Also den Rest der Wohneinheit, sage ich mal. Ich gehe jetzt mal mit unserem kleinen Ingenieur, der ein bisschen komisch läuft, weil er ein bisschen schwer beladen ist. Kommst du klar? Das sieht aus, als ob er auf Klo muss. Invi, musst du auf Klo? Dann sag doch bitte was. Sag doch bitte irgendwas. So. Zack. Invi muss hier mal ganz schnell austreten gehen. Und Luftmissur, vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen bei den Kyronauten. So, jetzt haben wir hier theoretisch nämlich auch einen ganz anderen Stromspeicher zur Verfügung und wir können hier endlich mal das Licht anmachen und wahrscheinlich auch noch das HEP anmachen. So, das sieht doch schon mal ein bisschen mehr nach einer kleinen Stadt auf dem Mond aus. Guck mal, langsam werden hier Sachen beleuchtet. So, und jetzt haben wir mit unseren Freunden... Boah, guck mal, der Pilot hat schon Indefinite erreicht. Also der fühlt sich so wohl hier, dass er sich für immer vorstellen kann, hier zu bleiben. Niklas möchte für immer auf dem Moon bleiben. Die anderen sind aber immerhin bei 4 Jahren und ein bisschen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz angenehm. Das ist echt cool. Damit haben wir Habitation-mäßig schon mal einen Maßstab gesetzt. Aber mit so einer Habitation kann man tatsächlich auch eine Duna-Mission riskieren. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie sich das so mit dem Essen einpegelt. Also wir sind jetzt bei 101 Tagen. Und meine Unterstellung wäre ja, dass wir hier... Also guck mal, bei Supplies steht nämlich momentan Minus. Und Minus 0,00 heißt, dass wir produzieren und nicht verbrauchen. Also im Moment stellen wir, wenn ich das richtig verstehe, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, stellen wir Strom, oh Gott, ich darf nicht gleichzeitig den Chat lesen, also stellen wir Essen her, oder? Wenn ihr das auch so seht, Supplies werden gerade hergestellt. Wir verbrauchen weniger Supplies, als wir gerade produzieren. Das wäre ja schon mal eine coole Ansage. So. Jetzt
gab es noch die Aussage, Wireless ginge aber und das kommt aber in Schüben an. Jetzt habe ich es natürlich gerade abgebaut. Nee, halt, also drüben ist noch eins dran und die Basis ist miteinander verbunden, da ist auch noch eins dran. Also Wireless ginge, aber es käme in Schüben. Wo steht 39 Tage? Wo steht 39 Tage? Wer macht sowas? Ich weiß nicht, was du meinst, Jack. So, ich mache jetzt mal Zeitraffer an, um zu gucken, ob das tatsächlich passiert. Aber nur ein bisschen Zeitraffer. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Das war, glaube ich, überhaupt keine gute Idee, was ich gerade gemacht habe. Was ist da passiert? Ich Zeitraffer anmache? Was ist los? Ach so, ich bin auch doof. Ich drücke die falschen Tasten. Ja, ignoriert mich. Ich übe das noch ein bisschen mit dem Spiel. Ich bin hier noch kein Profi. So, also wir beobachten Strom, weil die Unterstellung ist, dass Strom wieder ankommt. So. Was, wie wo? 39 pro Tag, nicht 39 Tage? Ach so. So, das heißt, Strom verbraucht sich jetzt und würde dann irgendwann, wenn ich das richtig verstanden habe von der Argumentation, würde es dann einen Schlag tun und der Strom lädt wieder auf. Ab einem gewissen Punkt. Jetzt natürlich die Frage, können wir irgendwie mehr Strom verbrauchen? Guck mal, wie schön sich alles dreht. Bisher bestätigt sich die Theorie nicht und jetzt kommt die Sonne. Na gut, aber wir haben einen sehr großen Batterie. Tja. Gut. Also, wie wir gesehen haben, haben wir über die PDUs nicht besonders viel gelernt. Was wir aber gelernt haben, ist, dass ein nicht verankerter Reaktor mit einem lustig angebauten Produktionsteil, wenn es nicht sauber gegroundtethered ist, auf jeden Fall flippt. So, jetzt gucken wir mal. So, also, die gute Nachricht ist, der Reaktor ist nicht explodiert und wir haben das wichtige Zeug steht noch. Das ist nur unsere Produktion, mit der ich eh noch nicht so richtig zufrieden bin. Was mich ein bisschen ärgert, ist natürlich, dass das jetzt hier umgekippt ist. Das ist echt ärgerlich. Mal gucken, wie schlimm schwer das ist. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir das ein bisschen entkoppelt bekommen. Also ich werde jetzt erstmal den Link auflösen. Ah, Zeitraffer. Nee, Edel muss nicht gebannt werden. Der kann ja da auch nichts dafür. Der tut immer gerne so, als ob er den Kraken unter Kontrolle hätte. Hat er ja aber gar nicht. Von daher. Ist das schon okay. So, jetzt muss ich nur noch mal da irgendwie rankommen. Wir machen jetzt hier ganz einfach erstmal an Link. So, das wird. Oh Gott, lass dich nicht vom Reaktor erschlagen! Lass dich nicht vom Reaktor erschlagen! Ah. So, wie sch. Lass dich nicht von der Fabrik erschlagen. Ich muss hier raus. Ah. Ah. Noch ein Solarpanel mitgenommen. Hervorragend. Alles gut. Oh Gott, und er stürzt ab. Er stürzt ab. Fang dich. Okay. Sehr viele beinahe Unfälle, aber noch ist keiner gestorben. Klapprotoren-Docking Port. Was hatte ich hier nochmal dran? Das war, glaube ich, unser Problem, dass die nicht zueinander passten, ne? Ja, genau. Okay. Also wir haben einen umgekippten Reaktor. Ich glaube, die laufen aber auch, wenn sie auf der Seite liegen. Das ist prinzipiell nicht komplett falsch. So, die Trümmerbasis. Moonbase Bravo. Mal gucken, wie schwer das ist. Dass man es wieder. Vielleicht können wir es ja wieder hinstellen. Das ist gar nicht so schwer. Cool. Da müssen wir nur ein bisschen Verstärkung holen. Dann können wir den Reaktor schon mal wieder aufrichten. Da ist doch alles gut. Wir sind ja zum Glück mit genug Leuten vor Ort.
Okay, war die falsche Richtung, glaube ich. Da war's. Da war's. Ich habe noch nicht lange genug gewartet. So, brauchen wir zwei Leute Verstärkung. Dann können wir den Reaktor schon mal für sich wieder hinstellen. Ja, da sollten wir auf jeden Fall einen Wissenschaftler mit rausnehmen, der denen sagt, wie die das ordentlich machen, weil noch so ein Ding ist, glaube ich, nicht gut für uns. So, schließlich arbeiten wir hier mit Reaktoren. Da kann man immer einen Wissenschaftler gebrauchen. Immer. Zack. So, der packt damit an. Und dann nehmen wir noch einen entbehrlichen Arbeiter mit ordentlich viel Kraft mit raus, nämlich den Skunk, unseren Miner. So, das war's dann. Robert baut Sonnenschirme, Moonbase Charlie inklusive. Nein, 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 nein. Sowas mache ich nicht. Guck mal, was der Neo hier macht. Was, was, wie, wo? Nachrichten deleten von dir. Oh, er ist Moderator, deshalb ist er ja eingestellt worden. Und da ich leider nicht sehen kann, was du geschrieben hast, Idol, gehe ich davon aus, dass Neo das ordentlich gemacht hat. Ha! Da stehe ich zu meinem Personal. Da stehe ich zu meinem Personal. So, jetzt müssen wir als nächstes, ne, diese Richtung. Jetzt brauchen wir den Invi. Zack. So, und der hebt jetzt mit seinen Bärenkräften einmal den ganzen Firlefanz an. Und, oh Gott, nein, das ist wieder dieses Nupsi-Problem, ne? Wie weit rauf kriegen wir es? Nicht besonders. Oh nein. Verdammt. Okay, das ist nicht so gut. Ist das ein bisschen besser? Hoffentlich geht das nicht schief. Tufa. Tufa. So ist okay für dich? Oh Gott, hoffentlich geht das nicht schief. Natürlich geht es schief. Verdammt. Atomreaktor am Fliegen. Auf die Basis. Ich halte mir einfach die Ohren zu. Okay, es ist nichts passiert. Das ist nicht so schön. Das ist echt nicht so schön. Also wir haben einen wild freilaufenden Atomreaktor und eine etwas ratlos herumstehende Kurbelcrew. Wie schwer ist das jetzt? Komm, kommst du da bitte mal ran? So. Also wir müssen als erstes mal das Ding hier. Oh ja, okay, wir brauchen noch einen weiteren Kurbel. Zack, zack, zack. Das Problem ist halt immer mit diesem Platzieren wieder. Es ist ziemlich blöd, die großen Teile zu platzieren, weil man sie über den Boden bekommen muss. Sauber. Und dann brauchst du natürlich noch irgendwie eine Stelle, die nicht gerade belegt ist. Und du hast aber nur eine Reichweite von viel zu wenig. So, und dann hast du noch das Problem mit diesem Höhenversetzen. Seht ihr das, was ich meine? Ich krieg das nicht über die Erde gezogen. Und dadurch ist es dann quasi stuck im Boden. Und wenn ich es jetzt absetze, habe ich das Problem, dass es erneut springen wird. Also ich kann es mal probieren, aber es wird wieder hüpfen, denke ich mal. Ja. Ah, das ist echt immer Crap. Das ist richtig Crap. Ich kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass es auf die richtige Seite fällt und nicht auf irgendeinen Kurbel drauf. Und es fällt halt immer wieder auf die blöde Seite, ne? Retract Stabilizers, Toggle Ground Taffer. So, ich probiere mal jetzt was anderes aus, indem ich es ohne ausgefahrene Beine versuche zu drehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann hat er nämlich theoretisch nichts mehr, was im Boden ist. Und der Ground Taffer ist auch schon getoggelt. Okay, der hat gerettet, glaube ich. So, jetzt kann ich es rüber transportieren nach und nach. So.
zur Unterstützung, zum Mittragen. Und Noapur, vielen lieben Dank für dein Follow und viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt können wir das hoffentlich einen halben Schritt weiter transportieren. Jawohl. So müsste es hinhauen, dass es zumindest nicht mehr springt. Weil es kommt jetzt zwar ein bisschen hoch, hat aber den Ground Taffer, der ihn hält. Das sieht gut aus. Ist der andere zu nah dran? Nee. So, und jetzt baue ich hier nämlich die Base wieder auf und dann setzen wir das andere Teil oben drauf, den Reaktor, und schrauben das da drüben wieder fest. Bisschen variieren in der Basis. Dann ist das Problem hoffentlich erstmal gelöst und es ist ja nichts kaputt gegangen. Also bisher ist doch noch alles gut. Ein Körbel auf das... Den Körbel auf das... Also es hat nichts mit der Höhe des Körbels zu tun, tatsächlich. Leider hat es nichts mit der Höhe des Körbels zu tun. Das wäre ja so einfach, wenn es so wäre. Viel zu einfach wäre das. So, jetzt stellen wir das hier hin. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, ich weiß nicht, was ich zuerst mache. Ich probiere es mal damit. Hoffentlich drückt er sich einfach hoch. Sieht gut aus. Oh, guck mal, ich stehe sogar auf dem Metall drauf. Wie cool bin ich denn? So. So, 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 so. Ja, nichts kaputt gegangen, nichts Wichtiges kaputt gegangen. Um Himmels Willen, wir haben einen Atomreaktor in der Gegend rumgeschmissen. Also dafür ist tatsächlich nichts Schlimmes kaputt gegangen. Das hätte auch anders enden können. So. Fuck. Das ist natürlich wieder grandios. Ich will aber nicht nur das Teil. Ich hätte schon gern alles. Okay, da brauche ich noch einen Körbel. Alles klar. Zack, zack. Verstärkung ist unterwegs. Wir retten den Atomreaktor. Der, glaube ich, auch immer noch läuft, wenn mich nicht alles täuscht. Was kann da schon schief gehen? Außer alles Mögliche. Nukulartechniker. Nukulartechniker. So. Zack, zack. Ich befürchte aber mal, es wird noch nicht reichen, um ihn darüber zu bauen. Nee. So, das heißt, wir stellen jetzt unseren Nukularpod hier einmal auf halbem Wege ab. Ja, ja, der Kühlung hat er noch. Das da oben sind die Kühlrippen da drauf. So, hier müsste nah genug sein. Ich mache jetzt mal so. Ach Gott, endlich hat mal was funktioniert. Gott sei Dank. Ist alles nicht so einfach hier. Es ist alles nicht so einfach. Aber alles ist noch gut. So, jetzt kommt das da drauf. Dann schrauben wir das da fest. Nichts ist explodiert. Alles ist super. Schön, oder? Gut, also die Stelle mit dem Reaktor. Was ist das denn? Irgendwelche Teile sind übrig geblieben. Das können wir mal einsammeln gehen. Vielleicht laufen wir dabei auch einfach vorwärts. Das geht wahrscheinlich einfacher. Hier sind noch Bauteile übrig, Freunde. Das ist doch noch gut. Das ist doch noch gut, ist das doch noch, du. Wann kommt die Putzfrau? Ich weiß nicht, ich hoffe, der nächste Time Warp klärt das. So, Ground Taffer hatten wir hier. Jetzt haben wir noch natürlich das Problem von diesem Teil. Ich guck mal, wie schwer das ist, aber ich befürchte, ich werde es jetzt erstmal liegen lassen. Ah, diese Material Processing Unit, die macht mir bisher nur Probleme. Bisher macht die echt nur Probleme. Ich brauche, glaube ich, eine mit mehreren Tanks. Ich glaube, das ist der Trick. Also ich glaube, ich brauche noch so einen Tank und vielleicht mache ich das einfach nochmal neu, dass ich zwei Tanks habe, weil ich brauche halt einen für Fertilizer und einen für Dingens. Dingenskirchens. Ihr wisst schon, was ich meine. Für, wie heißt das Wort? Für Gypsum. Gypsum habe ich gemeint. Aber ich könnte mal gucken. Nee, kann ich wahrscheinlich nicht, weil der Kram wieder mit nichts verbunden ist. Was ist eigentlich in dem anderen Tank drin? Von dem Atomarreaktor? Kann ich da gucken? Der ist leer.
Ist das eine gute Idee? Fangen wir mit Theorie 1 an. Ist das eine gute Idee? Also wir holen, passt auf. Ich weiß, wir wollten was ganz anderes machen, aber so ist das halt mit Problemen. Wir holen das Ding da. Wir schleifen das zur Basis. Dann stellen wir das auf. Darauf bauen wir den Tank, der jetzt unterm Atomreaktor ist und leer ist, und stellen ihn auf Gypsum um. Darauf bauen wir den Tank auf, wo jetzt Fertilizer drin ist. Darauf die Material Processing Unit. Der Atomreaktor kommt dann nur auf den Boden, und dann können wir nämlich einfach mit einem kurzen, der Rover koppelt sich an, entleert seinen kompletten Tank, dann können wir den Reaktor, also diesen Material Processing Unit Dingsbums, laufen lassen und kriegen sehr viel Fertilizer rein. Ha, das ist eine brillante Idee, weil die ist deswegen brillant, weil sie von mir ist. Und jetzt muss man nur mal gucken, wie weit wir dafür fahren müssen. Es ist gar nicht so weit. Okay, das machen wir jetzt. Wie weit ist es denn eigentlich wirklich? 1,2 Kilometer. Das ist ja nichts mit dem Rover. Also, wir hatten eine kurze Beratschlagung draußen vorm Haus und sind uns jetzt so weit einig, dass wir das genauso machen können. Und nein, ich will den Dünger explizit nicht unter dem Nukularreaktor lagern. Ich möchte den Dünger explizit woanders lagern. Und Major Sentinel, vielen lieben Dank für dein Follow. Seit wann kann man Tanks nach dem Fab umstellen? Das kann man mit Ingenieuren machen, glaube ich. Guck mal, der Ingenieur müsste theoretisch. Warte mal, ich gehe mal kurz hin. Das ist ein guter Einwand, Baha, aber eigentlich kann das, genau das ist die Aufgabe von El Ingeniero. Dem schnellsten Ingenieur seit dem Westen oder so ähnlich. Ich guck mal. Hier kann man eigentlich sagen, mach mal was anderes rein. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt nah genug rankomme. Repaint. Also der Repaint-Button ist der, der es umändert. Metals, Polymers, Supplies. Was brauchten wir? Oh, Gypsum brauchen wir. Gypsum! So. Und den Tank können wir jetzt umbauen. That's it. Also Engineers können tatsächlich umstellen. So, jetzt brauche zwei Connector-Ports. Vielleicht ist ja hier noch einer drin. Vielleicht habe ich ausnahmsweise mal Glück. Nein, da ist natürlich keiner drin. Aber dann können wir das hier schon mal abladen. Ich brauche zwei Connector-Ports für meine Abschleppleitung. Nee, warte, brauche ich nicht. Weil wegen. Ach komm, mach mal Jetpack. Oh, bist du fett. Komm, ich weiß, dass du es kannst. Flieg, Junge! Flieg. Bisschen. So. Den Nuklearreaktor runterfahren vom Umbau. Ist ein Argument. Ist ein Argument, das ich sogar nachvollziehen kann. Okay, mit dem steigen wir einfach erstmal ein. Da hinten ist ja noch ein Connector-Port dran, wenn mich nicht alles täuscht. Lil Rob, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zugucken. Warte. Zu fett, zu fett, zu fett, zu fett, zu fett. Und grab. Und rein. Da ist nämlich hinten ein Connector-Port dran. So, mit dem Connector-Port können wir wieder abschleppen. So, jetzt brauchen wir. Haha. Noch einen. Ein bisschen Unterstützung, sicherheitshalber. Ich weiß nämlich nicht, wie schwer dieses Bodendings-Ding ist. Ich glaube, vorhin habe ich zwei gebraucht, oder? Um es aufzurichten, dann müsste es ja jetzt eigentlich mit zweien auch funktionieren. Sagt die Theorie. So. Habt ihr dieses abgefahrene Manöver gerade gesehen? Nicht schlecht, oder? Dafür könnte man jemanden ein Abo dalassen. Für solche coolen RCS-Undock-Manöver. Aber es ist auch okay, wenn ihr es einfach so reinstreut. So, Vollgas, einen Piloten nehmen. Wissenschaftler braucht man natürlich auch noch, der das alles auswertet und kritische Berichte schreibt. So. Sehr gut. Das wird noch, das wird noch. Ich glaube, solche Unfälle sind manchmal ja auch als Katalysatoren gut, um Dinge zum Besseren zu ändern. Aha, abgerutscht. Um Dinge zum Besseren zu ändern. Und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Repaint ist klar. Natürlich, ist völlig logisch, dass man das über Repaint macht, oder? Ah. Und Jack, es ist dein Auftritt. Jack, du bist dran. Erde an Jack. Jack, bitte beschweren Sie sich. So. Kann ich da jetzt bitte mal ran? Bitte? Nicht Board. Grab. Grab. Jack, ich bitte darum, ob du etwas sagen sollst. Es ist deine heilige Pflicht, etwas zu sagen.
Nur damit du etwas sagen kannst, habe ich das bis heute nicht entfernt. So, 1000 und ein bisschen Meter, das müsste irgendwo hier sein. Landing-Modul sieht gut aus. Zack. Und dann können wir den ganzen anderen Dreck auch mal einsammeln, ehrlich gesagt. Weil das müsste man theoretisch zerlegen können für Material Kits. Das wollte ich auch noch ausprobieren. So. Handbremse raus, Rückwärtsgang rein. So, unsere muntere Mondtruppe. Die muntere Mondtruppe, versteht ihr, was ich getan habe? Das habe ich mir von Bauer sucht Frau, einer weiteren Erfolgssendung, abgeguckt. Bestehend aus unserem enthusiastischen Engineer, unserem mutigen Miner Tranquility Base here. The Eagle has landed. und unserem sexy Scientist. Und vielen lieben Dank, Morpheus mit ganz vielen X, für dein Abo. Und wir fahren jetzt mal rüber und holen uns die Reste da rein, die wir noch so Discovery, haben nominal will. Miko, Ohms 1, not required. Vielen Dank. Und 100 Bits, nicht Butz, 100 Bits regnet's auch noch gleich für mein konsequentes Vermeiden der Caps Lock Abschaltfunktion Dingsbums. Und dann kommt noch der He, und jetzt fahre ich mal weiter Rover. Hallo He, viel Spaß beim Zugucken. Und da ich jetzt fahre, kann ich ja jetzt auch trinken. Habe ich nämlich gehört. Denn wo gilt die Straßenverkehrsordnung nicht? Genau, auf dem Moon. Auf dem Moon. So, wir könnten natürlich auch fliegen, aber das mache ich nicht. Wir fahren. Wir haben nämlich, glaube ich, immer noch ganz gut Treibstoff hier drin, ne? Oh. Oh, gar nicht. Der Tank ist voll. Das Boot könnte sonst wohin fahren, fliegen, tun, lassen können. Aber wir fahren. So. Genau, dann schleppen wir dieses komische Teil, oder ich baue es einfach erstmal oben drauf wieder, und wir fahren mit dem auf dem Dach, also so Holländer-Style halt, in Richtung Heimat zurück. Und mal gucken, was da noch an Trümmern rumliegt. Was ist denn das andere? Da steht nur Debris dran. Das ist ein bisschen weit weg, aber vielleicht können wir auf dem Rückweg die Debris noch einsammeln. Damit wir mal alles, was wir an Debris haben, sammeln. Und vielleicht finde ich noch irgendeinen Tank, den ich umstellen könnte auf Material Kits, oder der schon auf Material Kits gestellt ist. Und dann müssten wir theoretisch, wenn wir das destroyen, das wollte ich mal ausprobieren. Irgendjemand hatte mir das in den Kommentaren auch schon mal bestätigt, dass mal, was meine Vermutung ist, so wohl auch stimmen würde. Dann sammeln wir Material Kits ein. Und dann müssen wir nicht so viel, dann müssen wir nur Specialized Parts wieder herbringen, um die Funktionen dieses lustigen Geräts noch umzustellen. So, 200 Meter. Guck mal, wie schnell man 1,5 Kilometer oder 1,2 Kilometer zurücklegen kann. So. Genau, wenn jetzt hier eine Verkehrskontrolle kommt, dann bin ich echt am Arsch. Da muss ich ehrlich sein. Das wäre nicht so gut. So, sehr schön. Da ist unsere Unfallstelle. Und Querz, vielen lieben Dank für dein Follow. So, einmal eingeparkt. Na, da ist der Pilot ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Kurz den Rückwärtsgang mit leichten Piepsgeräuschen. Düt, 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 düt. Eingeleitet, so, und Ladefläche grob auf Höhe unserer Fracht. Handbremse, Handbremse. Ich habe Handbremse gesagt, meine Güte. Einmal, Freunde, einmal tun, was ich sage. Das kann doch so schwer nicht sein. Okay, sehr gut. Dann lassen wir doch als erstes mal den Ingenieur nach draußen, um zu gucken, wie schlimm es ist. Wie viel Gewicht er so braucht dafür. Vielleicht müssen wir es gar nicht abschleppen. Vielleicht können wir es einfach oben drauf packen. So, was ist da drin? 1 Million Connector-Ports. So, wie viel wiegt das? Nein! 3,15. Das ist echt ärgerlich. Da müssen wir mal ein paar Sachen rausschmeißen. Das wiegt nicht besonders viel. Das wiegt alles nicht so besonders viel. Kann man das einfach dahin werfen? Oh. Oh ja, das wiegt 1,6 Tonnen. Das sollten wir dahin werfen. So. Packen jetzt einfach so viel raus, dass es mit drei Körbeln anzuheben geht. Was jetzt der Fall ist. So. Sehr schön. Okay, dann brauchen wir gleich Körbelunterstützung. Nee.
Echt jetzt, Freunde? Von allen Dingen muss ich dahin springen. So. Zack. Piepsgeräusche beim Rückwärtsfahren machen voll Sinn auf dem Mond. Ja, in meiner Welt schon. Im Vakuum nicht, aber in meiner Welt schon.